Ja, vielen Dank für die Einführung und darf gleich vorausschicken, dass Sie natürlich ein durchaus ungewöhnliches Auditorium für mich sind, halt viele Vorträge, aber ein so spezifisches Publikum ist dann doch eher selten und das offenbar und augenscheinlich erstmal so wenig Bezug hat zu dem, was ich in meiner Profession mache, nämlich mich zu beschäftigen mit weltwirtschaftlichen Entwicklungen, mit Konjunkturprognose. Vielleicht kennst du das Hamburgsche Weltwirtschaftsinstitut, einige von Ihnen kenne ich, wenn ich die Gesichter sehe, die wissen vielleicht, was wir machen. Und insofern war die Frage, was kann ich Ihnen eigentlich erzählen? Ich kann Ihnen leider wenig mitgeben, damit Sie Ihr Golfspiel verbessern. Ich habe vor 20 Jahren selbst mal Golf gespielt und musste das leider aufgeben. Und habe mich dann, als Sven Bauer mich anfragte, hier einen kleinen Impulsvortrag zu halten, daran erinnert, wie es mir ging auf dem Golfplatz. Ich hatte nie eine Trainerstunde und habe dann diese, wie heißt das, die Platzreife gemacht, gewann das Turnier damals tatsächlich auch und weiß aber, dass der Golfsport eine ganze Menge abverlangt, dass der sozusagen, das kennen Sie alle, den Charakter natürlich prägt. Und dann habe ich mich gefragt, was kann ich Ihnen dann in der Verbindung von Ökonomie, das, was wir an weltwirtschaftlichen Entwicklungen, an Krisen erleben, und den Golfsport, wie kann ich das irgendwie verbinden? Und bin zu dem Titel gekommen, Demut und Geduld, was kann der Golfsport uns für den Umgang mit Krisen lehren? Und Sie alle wissen, dass wir seit vielen, vielen Monaten, Jahren in dem Krisenmodus leben. Es hat angefangen 2008 mit der Finanzkrise, ausgehend von der Immobilienblase in den USA. Dann kam die Euro-Krise und wir haben alle das Gefühl, so richtig raus sind wir noch nicht, sondern wir haben einen Zustand der Welt erreicht, den wir so recht nicht verstehen können. Psychologen reden dann von kognitiver Dissonanz, also wenn alles zusammenfällt, dann verstehen wir die Welt nicht mehr. Und das ist natürlich das Einfallstor für Populisten. Und in solchen Zeiten leben wir ja auch gerade, also wir verstehen die Welt nicht mehr. Und jetzt kommen Populisten und sagen, ich biete euch aber ein Bild an, eine Interpretation der Welt, die euch doch eigentlich gefallen müsste. Und das ist natürlich nicht postfaktisch, das ist auch nicht alternativfaktisch, das ist einfach eine Interpretation. Und wenn Sie, vielleicht kennen Sie das Buch Schnelles Denken, Langsames Denken, das ist von Daniel Kahnemann, ein Wirtschaftspsychologe, ausgezeichnet mit dem Wirtschaftsnobelpreis. Der hat das sehr gut beschrieben, wie natürlich der Umgang mit Krisen auch eine Sache der Psychologie ist. Und dann sind wir natürlich auch sofort beim Golfspiel und da vielleicht auch nochmal anekdotisch einführen. Wir sprachen eben gerade am Wochenende war ja das US Masters und da hat Sergio García, der Spanier, im 74. Anlauf, meine ich, dann seinen ersten Major-Titel errungen und Garcia ist ja ein hochtalentierter Sportler, der ganz oft ganz knapp dran war und wir sprachen auch darüber, auf den letzten 9 Löchern der 4. Runde ganz oft die Siegchancen dann noch verspielt hat und der ist bescheiden, der ist demütig geblieben und hat jetzt, wie gesagt, im 74. Anlauf dann seinen ersten Major-Titel errungen. Also es braucht auch ein Vertrauen, ebenso wie Geduld und Demut vor den eigenen Fähigkeiten, aber auch vor dem Spiel an sich. Und jetzt leite ich über zu einer zweiten Schlagzeile, die mir in Vorbereitung auf den heutigen Tag aufgefallen ist. Und zwar hat Donald Trump in seinen ersten 80 Tagen Regierungstätigkeit seine 16. Golfrunde gespielt. Und das fand ich ganz bemerkenswert, so als ob die Welt keine anderen Probleme hätte. Und habe dann bei mir gedacht, naja, es wäre schön, wenn er auf seiner Golfrunde dann auch die Demut, die Geduld einsaugt und sozusagen das Einfluss findet oder Ausdruck findet in seiner Politik. Jetzt bin ich bei Donald Trump, ich habe eben über Populismus gesprochen und dann bin ich auch bei den Krisen und der Frage, wie gehen die eigentlich mit Krisen um? Und wenn ich von kognitiven Dissonanzen gesprochen habe, dann müssen wir feststellen, dass wir eigentlich heute kaum eine der Krisen, die uns umgeben, gelöst haben. Also wir haben immer an den Symptomen
herumgedoktert. Sie kennen die Politik der Europäischen Zentralbank, die im Grunde jetzt seit sehr, sehr vielen Jahren mit Niedrigzinspolitik versucht, die Anpassungslasten zu verteilen, zu strecken, erstmal auf die Steuerzahler zu überwälzen, aber zum Zweiten dann auch zeitlich zu strecken. Das ist ja die Idee der Niedrigzinspolitik. Aber wir haben eigentlich diese Krise nie wirklich gelöst, sondern kann fast sagen, im Gegenteil, wir sind dabei, die nächste Blase, womöglich vielleicht Immobilienblase in Europa zu erzeugen. Das gibt uns doch den Hinweis, dass wir uns bemühen müssen, Krisen der Ursache nach zu verstehen und zu lösen. Und davon sind wir meines Erachtens sehr weit entfernt. Das gilt im Übrigen auch für die Krise der Globalisierung, wenn man das so nennen kann. Genau diese Lücke stoßen ja auch die Populisten, nicht nur in den USA, sondern auch in Europa. Schauen wir nach Großbritannien, wo natürlich auch mit dem Brexit-Referendum dann eine Entscheidung gegen Globalisierung, gegen internationalen Handel gefällt worden ist. Und insofern ist die Frage, wie können wir Krisen lösen. Die Globalisierung hat Widersprüche erzeugt, gesellschaftliche Widersprüche, aber auch ökonomische Widersprüche erzeugt, die wir nie aufgelöst haben. Und ich will jetzt die Analogie zum Golfsport nicht überstrapazieren, aber wenn Sie Probleme mit Ihrem Schwung haben, dann können Sie natürlich auch gucken, ja, wenn ich hier so ein bisschen das anders mache, dann funktioniert das. Oder denken Sie, ich habe die Lösung gefunden. Das funktioniert vielleicht für 3, 4 Löcher, aber es hat vielleicht nicht nachhaltig zu einer Verbesserung ihres Spiels geführt, sondern wahrscheinlich müssen wir dann irgendwann auch sagen, ich muss den Schwung komplett umstellen. Martin Keimer hat das auch gemacht, Nick Faldo und so weiter. Sie sehen, ich habe so ein bisschen mich früher damit beschäftigt. Und genauso ist es mit Krisen auch. Sie müssen also nicht an den Symptomen herumdoktern, gewissermaßen und gucken, dass es gerade so geht. Aber das ist genau das, was die Politik gerade macht, nicht? Sie agiert immer so weit, dass die Probleme gerade aus den Schlagzeilen der Medien verschwinden. Nehmen Sie Griechenland, nehmen Sie Brexit, nehmen Sie das italienische Referendum. Immer gerade so agiert die Politik, dass die Schlagzeilen verschwinden oder dass die Politik aus den Schlagzeilen gerät. Aber nie haben wir die dahinterliegenden Probleme wirklich nachhaltig gelöst. Und insofern hat natürlich, so wie der Sport und ganz speziell auch der Golfsport, hat natürlich auch der Umgang mit Krisen eine Psychologie. Und das ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, dass man vielleicht versprochen hat, die Krisen irgendwie lösen zu können, indem man so weitermacht. Aber das ist nicht der Fall, sondern man muss an die Ursachen herangehen. Man muss an die Fundamente herangehen. Und das haben wir nicht getan. Und deshalb präsentiert sich die Welt in einem so, wie ich finde, außerordentlich kritischen Zustand, wie wir das gerade erleben, nicht nur ökonomisch, sondern eben auch geopolitisch, die Verschiebung. Und zum Dritten, und jetzt leite ich über zum zweiten Teil, den ich gerne Ihnen vortragen möchte, auch technologisch befinden wir uns in einer Zeit der Umbrüche, und zwar rede ich natürlich von Digitalisierung, von digitaler Transformation. Und Sie alle wissen, dass das, was uns an Veränderungsprozessen bevorsteht, sehr disruptiv abläuft, also sehr zerstörerisch ist für das Alte und zum Zweiten sehr schnell vonstatten geht. Also das Etablierte, die etablierten Strukturen sehr stark unter Druck setzt. Und man kann das vielleicht so, die Analogie herstellen, dass die Regeln nicht des Sports, sondern des Wirtschaftens, auch die gesellschaftlichen Regeln sich fundamental verändern wird. Auch eine Krise der Demokratie kann daraus folgen. Also die Art und Weise, wie wir als Gesellschaft zusammenleben. Digitalisierung bedeutet eine extreme Vernetzung. Gleichzeitig erleben wir, dass immer mehr Menschen in sogenannten sozialen Blasen kommunizieren. Also bei Facebook haben sie eine bestimmte Umgebung sich geschaffen, kommunizieren in dieser Umgebung. Und ich nenne das immer selbstreferenzielle Informationsräume, klingt etwas abstrakt, aber sie sind dann irgendwann gefangen und dahinter steckt dann oft auch ein Algorithmus, und wenn Sie diesen Algorithmus füttern mit ein paar Suchbegriffen bei Google, das kennen Sie, dann kriegen Sie, wenn Sie andere Seiten besuchen, dann kriegen Sie die Werbung, das ist natürlich sehr, sehr kundenorientiert, aber es führt eben dazu, dass Sie sich auch innerhalb einer Blase
bewegen und die ist selbstreferenziell. Das heißt, sie werden immer wieder selbst auf, alles bezieht sich auf sich selbst gewissermaßen konzentrieren, den Bezug zur Gesellschaft. Und das ist aus meiner Sicht eine außerordentlich kritische Entwicklung, dass die Gesellschaft sich segmentiert, sich fragmentiert. Und das ist etwas, was durch digitale Transformation sicherlich zunimmt. Wenn wir über die wirtschaftliche Veränderungskraft von digitaler Transformation sprechen, dann sehen wir, dass ganz viele die Geschäftsmodellen noch nicht wirklich darauf vorbereitet sind. Und ich vergleiche das immer mit einer Expedition. Wir kennen die neue digitale Welt noch nicht. Wir wissen nicht, wie nahe Zukunft der Gesellschaft, der Wirtschaft aussieht. Wenn Sie Joe Zeser zuhören, den Vorstandsvorsitzenden von Siemens, dann sagt er immer, ich habe enorme Probleme, für mein Unternehmen eine Unternehmensstrategie zu entwickeln. Ich weiß nämlich nicht, was in den nächsten 10 Jahren der entscheidende Technologiepfad sein wird. Das kann etwas völlig anderes sein, als das, was ich mir ausgemalt habe. Das heißt, die Unsicherheit, die uns umgibt, ist paradigmatisch. Und deshalb kennen wir eigentlich selbst die nahe Zukunft nicht. Und von daher hat auch das, wie wir uns gerade darauf vorbereiten, auf digitale Transformation, wie wir uns fortbewegen, in Zeiten extremer, fast paradigmatischer Unsicherheit etwas von Expedition. Wir haben nämlich keine Landkarte für die Umgebung, für die Zukunft gewissermaßen, die uns erwartet. Und in solchen Zeiten ersetzt Agilität, das Wort haben Sie auch mehrfach sicherlich schon gehört, Agilität ersetzt Strategie. In Zeiten, in denen Sie nicht wissen, wohin es geht, können Sie nicht sagen, ich habe eine Strategie von 5 bis 10 Jahren, wenn Sie schon gar nicht wissen, was in 2 Jahren politisch, weltwirtschaftlich, technologisch die Welt sein wird. Und deshalb müssen Sie die Systeme agil machen. Und dann reden wir nicht nur, jetzt bin ich ganz wenig beim Golf und eher bei Wirtschaft, dann reden wir nicht nur über den Arbeitsmarkt, sondern wir reden auch darüber, dass die anderen gesellschaftlichen Systeme, also der Bildungssektor, aber auch der Sozialstaat, diese Systeme müssen unglaublich stark aktiviert werden, müssen an Agilität gewinnen, müssen sich auf enorme Veränderungspotenziale vorbereiten. Das heißt, als Gesellschaft müssen wir alle diese Systeme agil machen, wie das heute Neudeutsch heißt. Und das bedeutet umgekehrt, nochmal in Analogie zur Expedition gesprochen, wir haben keine Landkarte, aber wenn wir uns auf diese Expedition begeben als Gesellschaft, das ist ein Teamwork gewissermaßen, dann müssen Sie gucken, dass Sie den Rucksack auf Ihrer Expedition, den Sie mitnehmen, packen mit der notwendigen Ausrüstung, mit den notwendigen Fähigkeiten. Also Agilität ist etwas, was jeder von Ihnen natürlich auch kennt vom eigenen Spiel. Man muss immer veränderungsbereit sein, man muss gucken, dass man sich auf Gegebenheiten anpasst und so weiter. Also man kann sagen, man begibt sich auf eine Runde, man weiß nicht, was passiert, man muss agil sein, man muss sich anpassen an die Gegebenheiten des Tages, der Tagesform. Und insofern hat, glaube ich, digitale Transformation kann ganz viel lernen von den Eigenschaften, die das Golfspiel erfordert, nämlich Geduld, aber auch Teamfähigkeit. Natürlich weiß jeder, dass das ein Einzelsport ist, aber wenn Sie Foursome spielen oder sich natürlich arrangieren müssen, wahrscheinlich auch mal mit sich selbst, dann sehen Sie, das hat etwas zu tun mit, wiederum mit Geduld, mit Demut, aber auch mit Agilität. So, und insofern, glaube ich, leben wir in kritischen Zeiten, sowohl was die geopolitischen Veränderungsprozesse angeht, aber eben auch was die großen technologischen Umbrüche betrifft. Und mir scheint, dass wir in Zeiten auch eines neuen Narzissmus vielleicht leben, also jeder versucht sich auch eine Erscheinungsform sozialer Medien, versucht sich sozusagen in Position zu bringen, auch die Art und Weise, wie wir in Medien kommunizieren, hat sich dramatisch verändert, die politische Rhetorik ist sehr unvorsichtig geworden, ist laut geworden, verspricht schnelle Lösungen, auch die Krise der Demokratie ist immer wieder ein Thema, also brauchen wir nicht eine Gesellschaft, die
schnellere Veränderungen herbeiführt, die schneller agieren kann. Und da würde ich sagen, das ist genau der falsche Reflex. Das Schöne an Demokratie ist, dass es die Interessen ausgleicht, dass es eine Regierungs-, eine Staatsform ist, die langsam ist, die bestimmte Dinge wohl abwägt und genau so wie ein guter Golfspieler eben die Dinge langsam entwickelt und nicht disruptive Umstellungen macht beim Schwung. Also ich glaube, Langsamkeit, Kontinuität, aber gleichzeitig Agilität und dabei die Demut zu behalten, das ist ganz, ganz wichtig. Wir leben nicht in Zeiten der Demut, sondern ganz im Gegenteil. Viele Wahlergebnisse, die wir erlebt haben, lassen sich erklären, gar nicht mit der Hoffnung auf bessere Antworten. Das ist, glaube ich, in ganz seltenen Fällen tatsächlich das Motiv gewesen, jemanden zu wählen, sondern ein ganz wichtiges Motiv aus meiner Sicht ist das Bestrafungsmotiv. Das heißt, etablierte Eliten, denen man das nicht mehr zutraut, die sollen bestraft werden, sollen aus ihren Ämtern gehievt werden, gewählt werden. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz zentrales Motiv bei ganz vielen Entwicklungen, gesellschaftlichen Veränderungsprozessen, die wir gerade erleben müssen. Deshalb möchte ich schließen mit dem Hinweis, dass wir ganz viel, glaube ich, lernen können. Nicht von den Regeln des Spiels oder vom Sport an sich, aber von den Eigenschaften. Von den Eigenschaften, von der Psychologie, von der Demut, der Geduld, die es braucht, einen Sport und sich als Person, als Persönlichkeit am Sport zu entwickeln. Vieles davon können wir in diesen Zeiten, diesen bewegten Zeiten sehr gut gebrauchen. Also die kognitiven Dissonanzen auflösen, uns nicht dem anheimstellen, sondern im Gegenteil wissen, dass harte Arbeit notwendig ist, dass wir in kleinen Schritten an Demokratie arbeiten, an Transformation, und das ist, glaube ich, dass wir nicht den großen Lösungen, den schnellen Lösungen vertrauen oder uns verschreiben, sondern dass wir demütig sozusagen akzeptieren, dass wir an ganz vielen Dingen arbeiten müssen. Die Institutionen spielen eine Rolle, also so wie die Etikette im Golf eben auch das Verhalten leitet. Ich glaube, die gilt es zu stärken im übertragenen Sinne für die Gesellschaft. Die Institutionen haben gelitten, das Vertrauen, das kennen Sie aus verschiedenen Umfragen, das Vertrauen in Institutionen war noch nie so gering wie gerade derzeit. Das heißt, es ist viel Kredit verspielt worden und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir Vertrauen als Lösung, Glaubwürdigkeit als Lösung für die Krisen stärken und auch da, glaube ich, bietet die Analogie zum Sport insgesamt, die werden wir vielleicht gleich noch darauf eingehen, aber speziell, und das meine ich wirklich so, wie ich das sage, speziell zum Golfsport, zu den charakterbildenden Eigenschaften, Demut, Geduld, eine ganz besondere Beziehung. Damit möchte ich es bewenden lassen. Ich glaube, dass wir ganz viel, wie gesagt, davon verwenden können, dass wir uns zurückbesinnen können auf ganz viele dieser Eigenschaften, die notwendig sind, um die Herausforderungen der Zukunft abzuarbeiten und die Gesellschaft beieinander zu halten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dann bin ich am Ende meiner Zeit.